Ja, grüß euch Leute, und zwar heute mache ich mal eine gescheite Ausfahrt mit den Russen. Bin da jetzt gerade in der Garage, weil eingestellt ist, schön trocken. Und zwar geht es heute nach Obergrafendorf. Das ist da in der Nähe von St. Pölten. Das ist eigentlich jetzt die erste wirklich weite Strecke, was ich mit den Russen fahre an einem Stickel. Ich hoffe, es geht alles gut. Und ja, ich werde euch da heute begleiten. Also ich hoffe, ihr begleitet mich da auf der Reise. Ich werde mit der Kamera da ein bisschen mitfilmen. Ich warte jetzt noch aktuell auf einen guten Freund, den Max. Und ja, wenn der da ist, geht es dann auch schon los. Aber bevor ich jetzt einmal da noch diverse Sachen einräume für die Reise, werde ich mich einmal standesgemäß umziehen. Bis gleich. So, zurück. Ich glaube, das ist ein bisschen eine bessere Montur jetzt dafür so eine Ausfahrt. Und ja, das Leutnant-Schifferl gibt es eine Alternative noch. Die legere Version vom normalen Soldaten. Ah, das schaut schon gut aus. Jetzt werden wir noch ein bisschen was umräumen. Mal dafür versuchen, dass ich euch zeige. Ah, was haben wir da alles? Wir haben 30 Liter Sprudel mit, wir haben da mein Munitionskistenradio mit. Und was werden wir jetzt noch einräumen? Diverse andere Sachen. Weil, wie heißt es so schön, hast du Hammer und Draht, kommst du bis nach Leningrad. Und in diesem Sinne haben wir ein bisschen Werkzeug und so mit. Das werden wir jetzt alles noch einräumen. Beziehungsweise ich, weil der Max ist noch nicht da. Und wenn wir das Ganze eingeräumt haben, dann wird es auch schon losgehen, ja? Wenn wir sonst da die nächsten, ja, 2,5 Stunden, werden wir sonst da mal gemütlich machen darin. So, was haben wir denn noch? Was müssen wir denn noch umräumen? Corona-Zeit ist sicher nicht schlecht, wenn man ein bisschen Desinfektionsmittel da hat. Und jetzt war ganz gleich. Ich meine, der Motor ist zwar frisch aufgebaut, wie manche eh wissen, die da den Kanal verfolgen, aber sicher, sicher 2 Liter Motoröl, wo ja bis jetzt noch keinen Tropfen nicht braucht. Ja. Gut, ich räume jetzt fertig ein und dann warten wir mal auf den Max. So, der Max, der ist jetzt angekommen. Wir sind jetzt schon unterwegs. Wir haben im Lagerhaus noch ein bisschen Luft reingetankt. Dank ist voll, Öl haben wir auch. Und das Lagerl ist ein Traum. Und jetzt rauchen wir unsere Kilometer runter mit der 60er. Irgendwann werden wir da ein Päuschen machen. Wir gehen wieder dazu. Один. Я смотрю на звезды в окна, посмотри на них. Если хочешь, даже с неба ты в Тамбове там. Ну а я в Чечне скучаю, посмотри на них. Посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слезам. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда.
Ты приди ко мне, любовь моя. Может быть и ты, как и я. So, jetzt sind wir, wo sind wir, was gesagt? Samingstein. An der Donau. Oh. Nova Österreich noch. Jetzt haben wir gesagt, jetzt bleiben wir mal kurz stehen und machen mal eine kurze Pause. Jetzt werden wir sich mal ein bisschen was einverleiben. Weil der Genosse Max hat nämlich was zum Essen mit, gell? Ja, russische Jausen. So. Wunderschön ist da. Wunderschön. Nein, eigentlich liegen wir eh gut in der Zeit. Wir haben jetzt nur eine Stunde. Haben wir ja. Noch vor uns, glaube ich. Aber das packt man, wie gesagt. Jetzt wieder mit Klausen schön. Schauen wir, was der Max da Schönes hinter in sein. Ja, leg mich am Arsch. Und noch eins. Ja, jetzt ist aber. Russische Gurken. Die Gurken. Er baut auf. Ja, Wahnsinn. Quas, das Wichtigste, ja. Der Mess ist auch mit, oder? Jeder fährt auch mal mit. Siehst du, ich habe aber auch mit. Wo ist der Lederman? Da ist der Lederman. Ja, wir werden da jetzt kurz jausen und dann geht's wieder weiter. Das ist ein Kilometer oben rauchen. Wieder daheim. Hey, sag ich was, ich mein, er da ist noch weit öder wie ich, aber mir tut jetzt auch alles gescheit weh. Wir sind jetzt 5 Stunden da drin gesessen. Haben, glaube ich, weiß nicht, was haben wir denn? 30 Liter waren, gute 30 Liter waren drin, die haben wir verblasen. 10 Liter rein, dank der kleine Kanister. Und der 20er ist jetzt noch hinten nach und da fällt jetzt auch schon wieder die Hälfte. Also, Haufen Sport, Sprit auch weiter braucht. Die Grünen wird es gefreien. Ja, es war oben der, mir hat es getaugt. Bei mir auch. Ich mag es soweit auch. War trotzdem gerade.
Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Abenteuer. Baka. Живай свои деяния, брат, не тупи, дым задуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, ды-ды-дым, дым-дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым задуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, ды-ды-дым, дым-дым, мой круговорот. Изо дня в день на работе я повисла черная с косой. И висит петля, но я на позитиве ей. Завяжу шнурки, прострелю костлявое очко из пневматики. Хрен меня сломает жизнь, я же молодой. Подо мной породистый скакун, жеребец гнедой. По трассе мерендосик я лечу к своей девочке. Встречает при параде и колготки сеточки. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым задуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, ды-ды-дым, дым-дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи.